Match beginnt. Ich mach wieder mit. Okay, wenn ich wieder. Ach, jetzt spiele ich den Mann. Bisschen ernten. Das ist aber nicht. Das ist Among Us. Kriege ich die Waffen jetzt hier auch, die ich hier einsammle? Ah, meine schöne Uhrzeitwaffe. Noch ein paar Tens einüben. Ich glaube, die muss man kaufen und freischalten. Da wird schon getanzt. Okay. Oh, los geht's. Türen öffnen sich. Raus lässt er halt in 30 Sekunden. Okay, ich versuche mich wieder irgendwo zu verstecken. Das ist vielleicht hier ganz gut, dort hinten. In dem Gebiet. Wo nicht allzu viele sind. Okay, hier ist es wieder abgekommen. Oh, ich habe wieder nur die Axt. Die Spitzhacke. Oh, da landen andere Leute. Ich muss jetzt gucken, dass ich an eine Waffe komme. Und dass ich ein Auto finde zum Abbauen. Ah, eine 6-Schuss-Waffe. Immerhin. Da wird schon geschossen. Hi. Hilfe. Der hat mich doch gleich. Nein. Abhauen, 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 abhauen. Abhauen. Nicht in den offenen Kampf begeben. Oh, die Waffe ist toll. Der 3. Auf der 3, sagte ich. Aber ja. Oh, das ist die. Das ist wieder die. Die gute Waffe. Hier noch weitere Waffen. Und das ist hier die gute mit 20 Schuss. Ich habe auch nur 43 Schuss. Ist die auf der 3 doch besser. Ich hole mir ein Auto und fahre los. Da sind ganz viele Leute hier. Verdammt, der hat eine Kralle. Sturmgewehr. Oh, nicht schlecht. Dann laufe ich einfach hier. Sprintknopf gibt es hier nicht. Oh, schön friedlich hier. Schönes Haus. Und Wölfe. Wolf. Ein ganz Wolfrudel. Na toll. Das kann ich gebrauchen. Welche Waffe habe ich jetzt weggeworfen für die. Für die Keule. Okay. Moinsen.
Ich wohne jetzt hier. Eine Kiste. Mit einer scheinbar sehr guten Waffe. Mehr oder weniger. Die graue Waffe, die ist scheinbar. Schau mal, wenn die anders in anderen Farben dargestellt. Die grünen Waffen sind schon ein bisschen mehr wert. Okay. Scheint was Tolles zu sein. Nein. Ah, da kann ich mich mitteilen. Gar nicht verkehrt. Braucht Heilung. Okay. Sammle die Neustartkarte von PC auf. Okay. Wenn ich sie dann finde. Oh, nur 50 überlebende Spieler. Okay, die erste Welle habe ich überlebt. Im Haus verstecken ist auch eine Möglichkeit. Verstecken und abhauen. Na, die Kralle. Na, den dort hinten kann ich doch bestimmt benutzen. Mach dich hier doch nicht so Lärm. So, ich hau wieder ab. Battle Pass, Levelaufstieg. Okay. Und Taxi. Radio aus. Zwingende Taxifahrer. Möchte jemand mitkommen? Da war einer zum Reden. Okay. Wir sind nicht wirklich Bock drauf, mit jemandem zu reden, aber okay. Okay, falsche Richtung. Sieht so aus, als ob es da drüben ins Kampfgebiet geht. Sollte mal lieber ein GTA-Let's Play beginnen, so wie ich hier rumfahre. Landstraße. Na, jetzt habe ich ja am 1. April erstmal Fortnite gestartet. Extra zum April beginnen. Ab durch den Fluss. Hält das auch noch aus. Sehr schön. Ein Ort entdeckt. Sehr schön. Ach Mist. Ich kann mich weiter verstecken. Oh, ein Bogen. Gegen welche Waffe tauschen wir das denn? Gegen die 1 würde ich sagen. Mit einem Pfeil.
Naja, mit 7 Fällen. Überleben da 2, 25 verbleibende Spieler. Das soll auch so bleiben. Oh nein, da wird geschossen. Weg hier. Den Bogen habe ich doch schon. Ich muss mir wieder Auto holen, da bauen. Mit Schrot vollgepumpt. Okay. Schon mein Auto und weg hier. Ist doch für mich die beste Überlebenstaktik. Gegen irgendjemanden zu kämpfen, ist bei mir jetzt nicht wirklich. Oh, okay, das Auto ist nicht fahrbar. Mich in den Kampf zu begeben, ist jetzt nicht so die idealste Variante. Eine Angel. Können wir angeln gehen? Na toll. Ich gehe angeln. Cool. Geh mal einen Fisch angeln. Habe ich da Zeit für. Schön von den Menschen weg. Und schön weg vom Auge des Sturms und so. Hier muss doch irgendwo ein Auto rumstehen. So eine Tankstelle. Okay, Waffen habe ich scheinbar genug. Angel habe ich auch noch. Schon aufgetankt, das Auto. Oh, nope. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hier kommt immer näher. Ab und davon. Ach komm schon. Okay, auf welche Festung laufe ich dazu? Vermeidung ist die beste Strategie. Nicht, dass das Vermeidung ist, wenn ich in die Kolosser Korps, neuen Ort, die Festung reinrenne. Aber was soll's? Na toll. Jetzt bin ich drin im Gefecht. Schnell raus hier. Ach, okay, ich krieg Schaden durchs Unwetter. Oder was? Dann werde ich geschossen. Ab ins Feld. Laufe quer durchs Feld. Ich laufe quer durchs Feld. Ich laufe quer durchs Feld. Und werde hier. Bin hier gleich Game Over. Ich habe keine Heilung mit. Oder ist das auf der 3 eine Heilung? Schildtrank. Das sollte man vielleicht mal trinken. Okay, das finde ich gar nicht so schlecht. Hier ist ein Auto mit einer Kralle dran. Da kann ich es mir trotzdem mitnehmen. Was machen die Hühner hier? Eiserne Farm. Ich bin so gut wie tot. Gibt es hier irgendwo Heilung? Könnte ich gebrauchen. Nun würde ich nehmen. Rein hier. Taktik verstecken. Tür schön schließen. Medkit. Heilung. Das muss doch jetzt was bringen.
Oh, sehr schön. Aus dem Fenster springen. Gibt es denn hier irgendwo eine Anzeige, wo ich sehe, wie viel zu überleben ich noch bin, auf dem Platz ich gerade bin? Okay. Überleben. 10 verbleibende Spieler. Oha. Muss ins Auto und abhauen. Und auf Platz 10. Nein. Im Unwetter drin. Auto holen weg. Durch den Fluss. Nein, ich höre schon die Schützen. Vielleicht werde ich jetzt besser, werde ich mal besser als Platz 10. Platz 8 war ich beim letzten Mal. Ich darf nicht ins Gefecht kommen. Auf die Brücke, Auto nehmen, abhauen. Unter dem Radar bleiben. Ich habe zwar ein paar Waffen, aber im Kampf. Ich glaube, hier wird schon auf mich geschossen. Oha. Nicht sehr gut, wie es ausschaut. Ja, hier wird geschossen. Nein. Weg hier. Flieht ihr Narren. Eine Autowaffe. Nein. Verdammt. Einer der letzten Überlebenden. Muss aufpassen, dass ich hier wegkomme. Soll ich etwa kämpfen oder was? Ich sehe doch die Leute nicht kommen. Abhauen. Ich sehe die Leute gar nicht. Jenseits der Grenzen, das dann kämpft euch gegenseitig. Na toll, ich will sterben. Dritter Platz! Ach du Schande. Das ist ein Treppchen. Bronze. Geil. Gar nicht schlecht. Da sammelt er mein Zeug auf. Platz 3. Ui. Spiel wahrscheinlich nicht gegen die Mega Pros, aber Platz 3. Und dann eine Runde machen wir noch. Platz 3, das ist ja. Ich bin überrascht.